Wir gehen jetzt wirklich nochmal zum Digital Miner und sagen dem, er soll aufhören. Das ist ja super. Wir haben ungefähr die Hälfte an Materialien bekommen, die wir haben wollten. Und das ist ja eine schöne Sache, aber es ist jetzt leider zu viel. Wir brauchen einfach zu viel Strom. Jetzt haben wir nur ein Output von 500 und haben ein Input von 1,5. Das ist natürlich viel, viel besser. Jetzt sagen wir dem hier unten, er darf weitermachen. So. Und der darf auch weitermachen. Welchen habe ich denn deaktiviert? Den habe ich deaktiviert. Machen wir weiter. So. Jetzt macht der auch weiter. Und der macht weiter. Den hätte ich hier gar nicht ausschalten müssen. Das wäre gar nicht nötig gewesen. Chemical Dissolution Chamber? Wieso kriegt denn der nix? Hä? Inverted, ignored. Not enough room and output. Aber wieso denn nicht? Wieso gibt denn der das nicht raus? Das ist jetzt Slurry. So, und Slurry soll Output Right. Ja, dann mach doch. Und du sollst Slurry Side Config Input Left. Oder habe ich dem den Output ausgemacht? Eject On. Slurry Auto Eject, ja. Hä? Der gibt seinen Slurry nicht mehr. Ach so, warte. Das ist Dirty Iron Slurry. Und das ist Dirty Gold Slurry. Dann kann er natürlich nicht weitermachen. Das ist klar. Der muss jetzt erstmal das Gold verarbeiten, bevor das Iron durchkommt. Das könnte vielleicht auch ein Problem sein, dass der nur ein Material verarbeiten kann. Und es könnte ja passieren, dass wir jetzt einen riesigen Haufen Gold haben und der das hier erstmal verarbeiten muss, bevor er auch nur ein einziges Iron macht. Und das ist, glaube ich, das, was wir hier jetzt gerade an Situationen haben. Der muss erstmal alles an Gold verarbeiten. Und deshalb ist vielleicht die Injection Chamber gar keine so schlechte Idee. Wenn wir daraus tatsächlich eine höherwertigere Maschine machen, damit der mehr gleichzeitig verarbeiten kann. Ist vielleicht nicht schlecht. Hydrogen Chloride ist aber auch gerade schwierig. Der Chemical Infuser ist nicht schnell genug. Der braucht definitiv Upgrades. So, Chemical Infuser. Also nochmal für den Chemical Infuser brauchen wir Upgrades. So. Das heißt, Speed braucht der Osmium. Machen wir Osmium, 4 Stück. Und für Energy war es Gold. Machen wir 8 Stück. So, der ist zu langsam. Das ist halt jetzt die Sache, wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe. Das ist halt nach und nach der entsprechende Bottleneck, den wir jetzt finden werden. Und den können wir dann nach und nach beheben. Ihr wisst, wie ich das meine. So. Jetzt müssen wir natürlich wieder unsere kostbaren Infused Alloys verschwenden. Aber ich denke mal, das können wir uns schon leisten. Ne? Das ist jetzt nicht so dramatisch. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viel Strom verbraucht wird, wenn jetzt hier alle Maschinen laufen. Aber auf jeden Fall müsste der jetzt sehr viel schneller sein. Okay, also es wird sofort extrahiert. Und der ist jetzt aber voll. Hydrogen Chloride. Okay. Gut, und wenn wir da ein Upgrade draus machen, sind wir, glaube ich, auf der besseren Seite. So, Output 2000, Input 180. Das ist natürlich unschön. Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, wenn wir die Injection Chamber upgraden, dann, dann wird er mehr Strom verbrauchen pro Lane. Das ist natürlich ungünstig. Wir haben keine Basic Control Circuits. Wow. Okay, dann machen wir hier von mir aus so viel. Redstone haben wir keine mehr. Ist ja interessant. Oh, 32, das reicht. Und da brauchen wir, glaube ich, sowieso nur 8. Nicht wahr? Glaube ich. Ich glaube, die werden vervierfacht. Ja. Nein, sie werden verachtfacht, aber ich brauche ja 2. Also war genau richtig. Okay. Erstmal Basic Tier Installer. Bam. Dann machen wir einen Advanced Tier Installer. Ja. 1 und 2. Advanced Tier Installer. Bam. Und dann haben wir noch einen. Müssen wir mal gucken. Wir haben den Elite Tier Installer. Ha, dann haben wir schon 3. Das reicht. Mehr braucht der, glaube ich, nicht.
Ich finde, das reicht erstmal. Und da sollten wir jetzt darauf achten, dass wir dem eben ganz bewusst nicht sagen, dass er die Lanes sortieren soll. Sondern extra sagen, dass er sie nicht sortiert, dass wir verschiedene Materialien gleichzeitig bearbeiten können. Ich glaube, sortieren ist genau das, was wir nicht wollen. Jetzt kriegt er nicht genug Zeugs. Okay, der hat aber auch nicht genug Chlorin. Der hat genug nicht genug Chlorin. Sodium hat er. Chlorin soll er ja ausgeben. Achso, Brian hat er aber auch. Okay, der stellt es nicht mehr schnell genug her. Der Electrolytic Separator ist nicht schnell genug. Gut, dann braucht der auch Upgrades. Okay. Also nochmal. Osmium. Waren 4, nicht wahr? Jawohl. Und Gold. Ich meine, da könnte ich auch eigentlich von beidem mal einen Stack machen. Aber das Problem ist, dass das immer automatisch extrahiert wird, um verarbeitet zu werden. Von daher haben wir da ein gewisses Problem. Wenn ich das ins MI-System packe, wird es mir sofort aus der Hand gesaugt. Das ist natürlich ungünstig. So. Speed Upgrades. Bam. Und Energy Upgrades. Gut. Fühlt sich gut an, Tausende von jedem Material zu haben, weil man da nicht drüber nachdenken muss. So, der verarbeitet Brian. Oh, das ist aber auch... Das hapert. Also, das hakt. Das ist interessant. Es hakt am Brian. Oh, meine Fresse. Okay. Von wo kriegt denn der sein Brian? Vom Export-Bus. Okay, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir viel Brian im MI-System drin haben. Daran wird es nicht liegen. Wir haben hier 2500 Buckets. Und es wird weniger sogar. Wir brauchen aber definitiv eine Acceleration Card. Jetzt fällt es mir ein. Eine Acceleration Card. Am besten 5 Stück. So, Advanced Card. Und nein, Calculation Processor. Und das ist Certus Quartz. Okay. Certus Quartz. Wir machen 5. Certus Quartz, Calculation Processor, bam bam. So, dann haben wir Acceleration Cards und dann arbeitet der Exporter schneller. Wahrscheinlich brauchen wir für den Importer dann auch noch Acceleration Cards, damit er das aus der Thermal Evaporation Plant schneller raus exportiert. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. So, Acceleration Card, Advanced Card, bam, 10. Das ist gar nicht schlecht, dann haben wir noch mehr Acceleration Cards für weitere Maschinen. Wir geben dem jetzt erstmal 5 und gucken mal, wie das aussieht. Wahrscheinlich schlürft er dann das ganze System leer von Brian. So, ach, da passen nur 4 rein, interessant. So, jetzt bleibt er on top. Okay, jetzt bleibt er on top. Der stellt es hier weiterhin her, aber es kommt nicht schnell genug an. Er ist nicht schnell genug. Der Chemical Infuser hat aber schon... Achso, nein, er kann nicht schneller arbeiten. Chlorine kommt schnell genug an. Aber das kommt immer noch nicht schnell genug an. Der Electrolytic Separator ist nicht schnell genug. Das heißt, er braucht mehr Upgrades, als er jetzt gerade hat. Und der braucht schon 2500. Okay. Input 1,5, Output 1,5. Die Maschinen bekommen jetzt genau so viel Strom als Output, wie ich als Input habe. Weil es keinen Speicher mehr gibt. Sie können nicht mehr bekommen, weil ich nicht mehr habe. Alter, guck sich den Scheiß einer an. Und der ist immer noch mit seinem Iron dabei. Alter, guck mal, der ist immer noch nicht fertig mit dem Gold. Immer noch nicht. Das Gold ist immer noch nicht fertig. Alter. Ich glaube fast, es ist relativ egal, ob wir jetzt einen Autosort machen oder nicht. Ja gut, die letzten Lanes werden sowieso kaum Energie bekommen. Das ist relativ egal. Von daher, ja. Ja gut, also die letzten Lane bekommen sowieso keinen Strom, weil es einfach nicht genug ist. Und der schlürft hier das Brian leer. Ah, jetzt hat er plötzlich genug. Hä? Achso, weil Chlorin wieder voll ist. Dumping Excess. So. Hä, was? Warte mal. Sodium? Hydrogen? Chlorin? Nein, Dumping Excess soll der nicht. Der soll nicht Dumping Excess machen von Chlorin.
Chlorine ist doch voll. Der braucht Hydrogen. Der ist nicht schnell genug. Der stellt doch das Chlorine her und nicht das Sodium. Das Sodium wollen wir doch gar nicht. Wir wollen Sodium und Hydrogen. Wir wollen Chlorine und Hydrogen. Für Hydrogen Chlorine. Das heißt, der bekommt genug Chlorine von dem hier, aber der bekommt nicht genug Hydrogen von dem. Der Electrolytic Separator muss schneller sein. Mann, ich habe das falsch interpretiert. Okay. Osmium. Wir stellen einfach hier noch die restlichen her, dann habe ich welche in der Tasche. So, ich habe praktisch die falsche Maschine schneller gemacht. Ich meine, es war schon die richtige, aber es war nur eine von beiden. Okay, gut. Falsch interpretiert. Der kann natürlich nicht arbeiten, wenn er seine Materialien nicht kriegt. Das ist aber nicht seine Schuld, dass er nicht schneller ist, sondern weil er nicht genug Zeug bekommt. Okay. Es scheint sich aber relativ gut die Waage zu halten, ne? Also diese 1500, die ich bekomme, die scheinen zu funktionieren, damit nichts ins Stocken kommt, wie es scheint. Also es wird nichts leer gesaugt, will ich damit sagen. Das ist schon mal eine gute Sache. Das ist gut zu wissen. So. Jetzt gucken wir mal. Das ist der hier. Der Electrolytic Separator. Der macht einen Dumping Access von... Ja, hier soll er natürlich keinen Dumping Access machen. Sondern einfach nur herstellendes Hydrogen. Jetzt bekommt der ein Energy Upgrade. Und jetzt bekommt er noch Speed Upgrades. Und jetzt bekommt er wieder Hydrogen. Immer noch wenig. Weniger als Chlorine. Scheinbar ist das Verhältnis nicht ganz richtig. Wir machen den mal kurz aus. So, und lassen sich den mit Hydrogen auffüllen. Und dann kann der hier gar nichts mehr machen. Genau. Alter. Ist das krass. Wenn Energy Density 80 FE pro Millibucket. Und beim Chlorine steht gar nichts. Aber es wird ja scheinbar... Er verbraucht mehr Hydrogen, als er Chlorine verbraucht. Das ist einfach Fakt. Das heißt, den Electrolytic Separator müssten wir übertakten praktisch. Also ihm mehr Upgrades geben, als gut für ihn ist. Energy hat er 8, Speed hat er 4. Wahrscheinlich muss ich ihm mehr Speed-Upgrades geben, damit das vernünftig funktioniert. Gut, mit dem Brian hier haut hin. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie es mit dem Brian im System aussieht. Wahrscheinlich wird das jetzt immer weniger. Gar nicht mal. Das wird nicht weniger. Da sind 2000 Buckets drin und es wird mehr. Das heißt, er kann das schneller ins System importieren, als es exportieren kann. Weil in dem Import-Bus da draußen, bei der Thermal Evaporation Plant, da ist kein Speed-Upgrade drin. Der importiert Brian, aber da ist kein Speed-Upgrade drin. Oh, guck mal, der schafft es gar nicht. Der schafft es gar nicht, es schnell genug zu exportieren. Es wird immer mehr. Das gibt's ja nicht. Wie ist denn das möglich? Das ist so effizient. Na gut, und der hier macht halt gerade gar nichts. Der will Lithium herstellen, aber er kriegt kein Brine. Ha, das ist ja alles sehr überraschend, muss ich sagen. Okay, wie sieht's aus mit Ohr? Achso, wir haben ja gerade gar nichts laufen. Okay. Denn mal wieder andersrum. 50, next. Iron fehlt. Redstone fehlt. Gold fehlt. Osmium fehlt. Osmium fehlt halt am meisten. Die anderen Sachen. 113 Iron, 89 Gold. Das ist unten im Keller. Osmium fehlt. 1200. Redstone kriege ich auf einem Mining Trip zusammen. Osmium fehlt 1200. Was haben wir denn an Osmium hier? Nicht viel. Vielleicht 3 Stacks oder so? So ungefähr, was hier an Iron und Gold ist, reicht locker. Aber locker. Das würde ja reichen, wenn ich es in einen normalen Vanilla-Furnace reinschmeiße. Dann würde es immer noch reichen. Komm schon, schlafen. Ich will nochmal kurz irgendwo hingehen, wo ein Plexiglas-Mountain ist. Und da nochmal ordentlich Plexiglas abbauen. Oder alternativ, wir können ja mal gucken, was wir an Plexiglas haben. Ziemlich viel. So. Und Sheet of Plexiglas kann man herstellen in einer Sawmill. Oder in einer Precision Sawmill. Und Precision Sawmill ist eine Advanced Sawing Factory. Kann die das? Oh, die ist aber ziemlich... Warum ist denn die so hungrig? Ich meine, die kann das herstellen, ja? Ja, die kann das herstellen. Okay. Und extrahiert das auch. Warum hat denn der so wenig Strom?
Seltsam. Warum gerade die Precision Sawmill? Warum hat der gerade so wenig Strom? Sehr seltsam. Na gut, aber wir brauchen scheinbar kein weiteres Plexiglas einsammeln, weil wir genug Plexiglas haben. So, wir brauchen zwar 1000, aber wir kriegen ja aus jedem, kriegen wir 4 raus. Und wir hatten da 400. Das heißt, das ist ja schon mehr, als wir brauchen. Würde ich einfach behaupten. Jetzt reicht doch wieder. Reicht doch schon wieder. Hat kein Upgrade. Naja gut, eigentlich nicht nötig. Aber ich glaube, von dem Geräusch kriege ich Krätze oder sowas. Okay, ich sag euch was. Ich werde das hier laufen lassen. Die Advanced Sawing Factory wird weiterlaufen. Den könnten wir... Oh, jetzt kommen hier die ganzen Shards rein. Den können wir nicht weiterlaufen lassen. Ansonsten fängt wieder alles an zu laufen. Aber wir können prinzipiell das hier auch alles laufen lassen. Prinzipiell. Ich will nicht sagen, dass ich es laufen lasse, bis es fertig ist. Aber, ja, nee, auf keinen Fall. Wenn wir warten, bis das alles fertig ist, das dauert viel zu lange. Wahrscheinlich muss ich in den sauren Apfel beißen und ein paar Sachen doch überspringen. Oder ich muss einfach abwarten, das hier mal pausieren und oben alles nacharbeiten lassen und gucken, wie viel wir wirklich haben. Oder ich lasse das hier einfach mal ein paar Stunden laufen und ich lasse es auf jeden Fall laufen, bis die hier fertig ist. Und das alleine wird schon ein bisschen Unterschied bringen. Und dann sehen wir einfach mal weiter. So, wir lassen das einfach mal laufen und dann werden wir sehen, wie das beim nächsten Mal ist in der nächsten Episode. Da werden wir wahrscheinlich schon einiges an mehr Materialien haben und ich glaube, dann brauchen wir nicht mehr allzu viel extra Zeug sammeln, um unseren Offshore Solar Panel Park zu machen. Ich weiß nicht, wie oft ich Offshore Windpark gesagt habe, weil das irgendwie normaler ist. Offshore bedeutet auch irgendwie Shore, ist ja eine Küste, ne? Das ist ja völlig Schwachsinn. Ich meine mit Offshore einfach nur, dass es weit weg ist. Was das Wort, glaube ich, nicht aussagt. Aber egal. Unseren großen Solarzellenpark werden wir irgendwo hinstellen. Vielleicht finde ich sogar eine Wüste. Wäre unnötig, aber wäre ganz lustig. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.